Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Tomodachi Live. Ich habe meine Systemuhr abgedatet, nämlich auf den heutigen Tag. Eine Aufnahme, auch das heutige Datum, während des Aufnehmens, nämlich der. Ist das 8.8. oder ist das 10.8.? Okay, damit. Immer noch 2 Tage hinterher. Aber das ist ja Wurst. So, als erstes schauen wir einfach mal, wie es unseren Bewohnern geht. Was zuerst? Nee. Gehen wir zum Brunnen, denn dort ist das alles erstmal im Morgenmarkt. Jetzt machen wir was Weites. Erst einmal, wie immer zu unseren Bewohnern schauen, was die so treiben. Und da ist Fabi, der will nämlich was. So, übrigens die ganzen Party hier, die nehmen wir jetzt gerade vorher auf, auch für Gamescom und so weiter. Heißt, die Mies, die immer dann sickt, was ist ja in einem Video darauf aufmerksam gemacht habe, weil mich das auch gefragt wird, die kommen halt dementsprechend erst einige Episoden später, weil ich jetzt einfach ein paar Party vorher aufnehmen muss für Gamescom etc. Wisst ihr Bescheid. So, ich weiß nicht, was du willst. Ich sag einfach mal, wie schön. Vielleicht sollte ich einmal mit. Okay, mit irgendwem willst du reden. Das aber nochmal. Vielleicht. Amelsen, verstehe. Vielleicht klappt es ja jetzt ein bisschen. Wird jetzt da Friendship draus. Wer weiß, ne? Das hätte mal gut gelaufen zu sein. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Das ist doch super, neue Freundschaft, was will man mehr, ne? Duppi duppi duppi. Bitte sehr. Und für mich gibt's auch noch so ein kleines Dankeschön, das ist doch erst super. So. Ein Badeset, jawohl, was will man... Ich weiß gar nicht, was man mehr will als ein wildes Badeset. So, das nehme ich doch sehr gern, Dankeschön dafür. So, was gibt's denn noch? Mit Gamer komme ich wirklich toll klar. Mit Gamer kommst du toll klar, das ist doch super. So. Und Kröte, also Orange hat quasi immer Interaktion mit jemand anderem. Kuhn heißt was spielen und das Fazit ist, irgendwas ist hier total kritisch, dann muss was ändern. So, das sind einfach die einzigen 3 Stufen, die in diesem Game Up existieren. So. Also, du wärst so gern mit Ken. Mit, nicht mit Sen, sondern mit Ken. Ken mal machen. Ja, dann unterhalte es halt mit ihm. Und zwar über was Lustiges. Sen ist ein lustiger Dude. Da kann man sich gern über Lustiges unterhalten. Weiß ich natürlich gar nicht, wie tiefgründig das Spiel ist. Und wenn jetzt der Mii-Charakter zum Beispiel eher tendenziell lustig ist, ob es da wirklich gut ist, wenn man sich über Lustiges unterhält. Also, ob man dann die beeinflussen kann, zum Beispiel eine gute Freundschaft auch klappt oder nicht, je nachdem, was man auswählt und so weiter. Das Wetter ist eigentlich auch was Interessantes. Interessant zu wissen, inwieweit man das beeinflussen kann, das alles. So, und das scheint der Antwort ist mal funktioniert gehabt. Es ist gut gelaufen, ja, ist doch supi, ne? I mean, was sind wir mehr? Warum ist erst mit meinem Mikro, wie das irgendwie klappt? Weil ich halte den, weil der ist jetzt wirklich so hoch, wie man halt normalerweise hält im Anzug, ne? So, es gibt sogar noch ein kleines Dankeschön. Und ein Badeset nochmal. Irgendwie ist das, glaube ich, bei den meinen Einwohnern hier gerade sehr beliebtes Badeset. Sehr interessant. So, jetzt will mir selber was. Vermutlich Hunger. Oder ähnliches. Zauber doch einfach mal. Finde ich cool. Mit sowas kann man wirklich gut die Part einfach füllen. Das macht Spaß. So, guten Tag. Ich habe Hunger. Falsch gedacht, dass du Hunger hast. Einmal schauen, wie lang das LP etwas ehrlich wird. So, komm, geben wir dem mal ein Stück Pizza. Das muss man einfach schauen, wie lange das wird. Aber wie gesagt, eure Mies und so weiter, das musst du nochmal zu der Mama auch nochmal einiges. Und dann halt einfach mal sehen, wer will. Das wird jetzt kein Jahresprojekt haben, was es über mehrere Monate verteilt, immer am Montag mit was weiterkommt. Vielleicht kommt es irgendwann noch einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, aber wir lassen langfristig am Laufen behalten, auf jeden Fall. Und es wird so, jetzt sind alle irgendwie glücklich und dann machen irgendwas perfekt. Aber ich will auf jeden Fall bald mit einem anderen neuen 3DS-Projekt starten. Allerdings erst nach der Gamescom dann. Weil davor habe ich es auch nicht mit voraufnehmen oder sonst was, aber wir können uns drauf freuen. Und ich habe ja erst auf meinem anderen Kanal Marker 7 remaked. Vielleicht wirst du das einfach auch nochmal irgendeine Basseite hochladen. So. Paprika kann man kaufen. 35 Cent, jawohl. Nehmen wir gleich mal ein paar. 15. Ich wollte gerade sagen, dieser Artikel ist bei jungen Leuten sehr beliebt. Ja, ich kaufe mir auch immer Paprika, weil die bei meinen
Homies sehr beliebt sind. Das gibt's ja nicht. So, irgendwer ist am Strand unterwegs. Mal da mal hin. Aha, Spongy und Cookie. Auch da mit X zum Beispiel, ne, zack, macht man davon ein Foto. Wenn es lustig, wenn man die Fotos dann random in seiner, der Foto-App dann gespeichert hat, dann kann man irgendwann mal drauf zugreifen. Ich fand den 3DS einfach rundum die perfekte Videospielkonsole. Das Ding war so wild, ich fand das auch gerade 5 oder 10 Jahre, was auch immer, immer noch spielen und mein 3DS lieben. Und umso froher bin ich jetzt ehrlich, dass einfach meine Capture Card wieder funktioniert ist. Ich kann es nicht oft genug sagen, dass ich es immer noch so unglaublich finde, dass die jetzt einfach wieder funktioniert. So, die anderen Sachen, die es da gibt, all das haben wir uns auch mit der Zeit mal an. Irgendwas jetzt haben wir eh noch Zeit. Fangen wir mal ganz oben strukturiert an. Da ist einmal das Möbelhaus, da kann man nämlich, gehen wir da mal rein. Komm mal, Möbel. Und das soll ich kaufen. Zum Beispiel Disco. Das Ding finde ich mega geil. Kostet mich allerdings leider fast mein ganzes Geld. Ich werde erst überlegen, ob es jetzt einfach mal sagt, komm, ich gebe das ganze Geld aus. Dann habe ich bei mir oben mal eine wilde Bühne. Eine Bude. Und das mache ich einfach auch. Das Fastfood ist für auch ganz geil, aber das machen wir mal für andere. Aber ich glaube, for real. Mal noch Küsse. Stimmungslicht, aber ich will. Ich bei mir so hart die Disco-Bude und ich kaufe mir das jetzt. So, jetzt habe ich viel Geld verloren. Aber ich will bei mir die Disco-Bude haben. So, und die baue Spinklers rein. Also das hänge ich mir jetzt quasi selbst, das geht nämlich. Wenn mein jetziges Zimmer auch ganz nice ist, geht es noch wilder, dann ist mir da Disco-Bude. Disco, Disco. Ganz hart ist dieses komische, kann man es jetzt so sehen, Standard-Cartoon-Zeugs. Dann hat es auch nochmal Standard-Familie. Und die drei. Aber jetzt will ich mir selbst, wie gesagt, was geben. Nämlich Disco. Nämlich viel wilder. Jawoll. Danke für die neue Einrichtung. Ist wirklich sehr individuell. Individuell, ja. Und so. Übrigens, willst du dich vielleicht noch etwas umschauen? Und wie ich mich in deinem Partykeller umschauen will. Boah, das ist jetzt eine Art geil. Mit dem Sofa. Dann ist da so ein Tisch. Hier kann man sicher überall die Wände, Boxen, Tür, Dancefloor natürlich unter mir, ist ja ganz klar. Okay. Sehr, sehr wild das Ganze, fühle ich. Auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Zimmer. Oh, jetzt die Disco-Kugel da. Cool. Ein sehr, sehr cooles Zimmer, fühle ich. Das will ich auch mal hoffen, dass du pfleglich damit umgehen wirst. Und es gibt eine Einmeldung, oh mein Gott. Schauen wir doch mal. Von Cookie. Auf den Ranglisten wurde die neue Kategorie Luxus-Mirang. Aha. Fabi findet, dass das Ebenbild von David ihm in letzter Zeit weniger Geschenke macht. Er fragt sich, ne, gut, wofür das Ebenbild von David das ganze Geld wohl ausgibt. Und erkundigt sich bei anderen Bewohnern, wie viel Geld für Geschenke an sie ausgegeben wird. Wer Spiel auf Dharma-Kuch kostet wohl am meisten? Vielleicht ist es ja jemand völlig Unerwartetes. Ja, das bin ich, das weiß. Die Ergebnisse werden immer auf dem neuesten Stand gehalten. Schaut sie euch also am besten regelmäßig an. Danke fürs Zuschauen. Okay, Luxus-Mirang. Wo kann man den sehen, dass er das beste soll ist? Ich glaube, das geht nämlich hier mit bei Ranglisten. So. Ja, hier jetzt mal drauf gehen. Luxus-Mirang. Ja, man sieht die Liste mal an der Sache. Ich bin an erster Stelle, okay, an zweiter ist Miss Held, dann Gamer, dann Liron, dann Kröte, dann Sophie, dann Cookie, dann Spong, dann Key, Pikmin, Uwu, Sun. Okay, Sandy und Fabi sind schon sehr, sehr live, einfach 0 Euro wurde die investiert. So muss das. Was für die Musik da? Aber hier, ich bin ganz oben, das ist auch ganz klar. Hab halt mit einfach mal fast 1000 Euro mehr als alle anderen, um es auszugeben, so muss das. Gibt's denn noch für Listen? Spielerrang. Bin jetzt auch ganz oben, so muss das. Okay, ich sende halt einfach erst einen Punkt, perfekt. Und ich sende nicht immer sehr weit unten bis jetzt, ne? Tolle Mädchen! Wer ist die selfste Snitte auf der Insel?
Also, süßer Käfer raubt den Jungs den letzten Verstand. Ah. Okay, auf Platz 1 ist Sophie. Auf Platz 2 Kröte, auf Platz 3 Michel. Perfekt. So, das Ganze gibt es alles auch für Jungs. Ne, tolle Jungs. Wer ist der coolste Hest im Karpfenteich? Boah, das ist so cringe, ey. Dem gehört die Aufmerksamkeit der Damenwelt. Poké ist das als in erster Stelle. Da, an zweiter Stelle Pikmin an dritter und Wetten ran. Sen ist an letzter Stelle. Uff, mit 10 Punkten. Ja, Sen. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. B-Platz-Rang. Jetzt haben wir doch mal, wer am beliebtesten ist. Okay, Kröte oder Salz. Dann kommt Sophie, dann Pikmin. Dann Gamer, dann Cookie, dann ich bin Doppelplatz 7. Belastend. Aber auch da, Sen ist so relativ weit unten, aber nicht mehr ganz unten. Immer sind 50 Punkte. So, ein Fitness-Rang. Bin ich als Erster? Als ob, ich glaube es nicht. Und da ist sogar Sen als Dritter. Immerhin hast irgendwas. Und jetzt habe ich meinen Stift runtergeschmissen. Und ich komme halt nicht dran. Danke dafür, aber wurscht, egal, den brauchst du in dem Part auch nicht mehr. Den hebe ich einfach bis zum nächsten Part auf. Ganz easy. Liege Siste. So, jetzt haben wir uns auch die Rangliste angeschaut. Und jetzt, liebe Leute, würde ich sagen, geht's zum nächsten Part weiter. Bis dann, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und ciao!